Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maschentratsch. Seit der letzten Folge ist einige Zeit vergangen, also einige Jahre. Und ja, ich habe jetzt aber einfach irgendwie mir gedacht, seit ein paar Wochen, ich hätte irgendwie wieder Lust, Videos zu drehen. Ich schaue auch ganz gern Videos von anderen, was sie so machen. Und finde es eigentlich ganz schön, wenn man sich gegenseitig ein bisschen inspiriert und Tipps geben kann. Und nachdem ich immer noch gerne häkle, stricke, nähe und auch immer wieder so Projekte sehe, wo ich denke, oh, das ist cool, das würde ich irgendwie eh gerne weitererzählen, habe ich mir gedacht, ich mache es einfach wieder mal. Und freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und ja, vielleicht gibt es ja das eine oder andere in diesem Video, was du mitnehmen kannst, was du vielleicht noch nicht kanntest. Das würde mich sehr freuen. Und zwar sind es diesmal eigentlich alles Häkelprojekte. Passt einfach zum Frühling, Sommer. Und außerdem bin ich irgendwie drauf gekommen, ich kann beim Häkeln einfach viel besser meine Größe einschätzen. Beim Stricken kann ich weniger gut improvisieren oder ja, einfach mal ein bisschen Freestyle arbeiten. Und dann wird das fertige Teil oft mal auch nicht ganz so, wie ich es wollte, also halt vor allem von der Größe her. Und beim Häkeln kann man das irgendwie ein bisschen besser einschätzen. Man kann es auch viel leichter anprobieren, während man noch dabei ist. Und okay, dann let's start! Also das erste Teil, was ich mache, das halte ich schon in der Hand. Es wird ein, sagen wir, ein Top, ein Sommertop, das aus zwei Rechtecken besteht. Und das ist, also ich kann dazu noch kein Foto oder irgendwas einblenden. Ich zeige es gern, wenn es fertig ist. Und wenn es was geworden ist, ja, gibt es auf jeden Fall Infos dazu. Also das sind einfach zwei Rechtecke. Und ich werde da verschiedene Muster unterbringen. Und vor allem halt ein bisschen luftigere Muster, zum Beispiel Fallmaschen oder Doppelstäbchen. Oder sonstige Muster, die einfach ein bisschen Luft durchlassen. Genau, ich habe dazu jetzt mal, sieht es nicht so gut, das sind zwei Reihen mit halbem Stäbchen. Und die Länge ist ziemlich individuell, also ich will es halt recht oversized haben. Und das geht jetzt von mir so sehr locker von Schulter zu Schulter. Und es wird von unten nach oben gehäkelt. Ja, ich kann gerne mal ein Video verlinken von einer anderen YouTuberin, die hat sowas Ähnliches schon fertig gemacht, aber im Grunde ist das eigentlich wirklich ganz was Lustiges, was man ganz Freestyle so vor sich hin häkeln kann. Ich mache es mit einer 5 mm Häkelnadel und mit dieser Wolle. Es ist die Lamana Cosma und die habe ich eigentlich mal für was anderes gekauft, aber daraus ist irgendwie nie was geworden und jetzt kann ich die dafür aufbrauchen. Das nächste Projekt ist ein Hexagon-Cardigan und ich habe da eine sehr, sehr nette Anleitung gefunden von einer YouTuberin. Ich glaube, ich weiß, sie heißt Hannah Drapinski. Keine Ahnung, wie ich es jetzt richtig ausspreche, aber sie ist jedenfalls englisch sprechend, Amerikanerin, Kanadierin, keine Ahnung. Und es ist wirklich eine sehr schöne Anleitung und es lässt sich daraus sehr leicht ein Cardigan machen. Und ich habe schon zwar einen fertig. Ich blende den auch ein. Der ist so aus einer Baumwolle gehäkelt. Leider habe ich nicht mehr allzu viel von der roten Baumwolle gehabt. Deswegen habe ich diese schwarzen Streifen eingehäkelt. Und ich bin nicht so ganz glücklich damit. Es schaut irgendwie aus, wie wenn ich eine Flamenco-Tänzerin wäre oder so. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt so lasse mit den Ärmeln. Oder ob ich das nochmal ein bisschen auftrenne bis zu diesem schwarzen Teil und dann eher so ein Halbarmteil habe ohne den schwarzen Streifen. Es wäre aber auf jeden Fall ein Projekt für den Sommer, wenn man es aus Baumwolle häkelt. Ich möchte aber das Ganze noch einmal machen aus dieser Wolle und diesmal nur einfärbig und auch ein bisschen mehr runden, dass dann, weil das Bündchen bei dem roten, das ist schon ziemlich lange und da hätte ich das Bündchen einfach gerne ein bisschen weniger lang und das soll gemacht werden aus der Fluffy Day von Hobby. Das nächste, was auf der Liste steht, ist das Simple Crop Top von For The Thrills. Ist eine YouTuberin, sie hat viele Anleitungen kostenlos, sie hat auch einen
Shop auf Ravelry. Schwierig. Und die Anleitungen sind eigentlich immer ziemlich easy. Und dafür hätte ich mir gedacht, verwende ich, die habe ich auch schon ewig zu Hause. Ich will jetzt endlich mal alles aufbrauchen, was ich so da habe. Von We Are Knitters, The Cotton. Es ist so ein Gelb. Ja, ein Light Yellow, um genau zu sein. Ich habe das zwar mal gekauft, um das Hibiskus-Top zu machen. Das wäre das hier. Und ich habe sogar auch mal angefangen. Und bin wäre so weit, aber irgendwie... vielleicht lasse ich das und mache daraus das andere. Also, ja, mal überlegen. Und sonst findet sich eine andere Wolle auch. Keine Ahnung, ob ich das noch wirklich fertig machen will. Dann steht auf meiner Liste für diesen Sommer ein Häkelrock. Ich habe da so eine Idee im Kopf, aber noch kein Bild davon. Das kann ich dann später gerne mal nachholen. Aber es gibt, ich verlinke mal zwei Videos von Röcken, die mir, oder halt ein Video und eine Anleitung, die mir auch sehr gut gefallen. Die Anleitung ist ein Wickelrock, finde ich auch ziemlich cool, also so für den Strand. Und ich hätte mir auch gedacht, eben so, so ähnlich wie das Top von For the Thrills mit einem elastischen Bund. Und dann hätte ich es gern, dass es unten ganz leicht ein bisschen weiter wird. Als nächstes steht auf meiner Liste ein Häkelpulli. Und auch der ist von der YouTuberin, die ich schon mal erwähnt habe, von der Hannah Drapinski. Und finde ich eine super coole, leichte Anleitung. Ich habe jetzt inzwischen schon zwei davon gehäkelt. Und ich glaube, ich will für den Winter, ich habe im Keller, ich hoffe, die sind noch okay, eine wärmere Wolle und glaube, daraus lässt sich dieser Pulli auch recht gut häkeln. Und jedenfalls habe ich jetzt schon den da fertig und ist ganz okay geworden und vor allem wirklich easy und man kann ihn, während man es häkelt, immer wieder anprobieren und anpassen. Die Anleitung von ihr ist wirklich super verständlich und... ja, das ist auf jeden Fall ein nettes Teil für den Sommer. Hab's auch in weiß mit schwarzen Streifen schon gehäkelt. Also ist das gleiche Prinzip. Das ist auch eine ältere Wolle von We Are Knitters. Und übrigens habe ich bei dem Häkeln von dem Pulli endlich gelernt, wie man richtig in Runden häkelt. Also dieser Pulli wird eben in Runden gehäkelt und in Wenderunden sozusagen. Also man beendet eine Runde mit einer Kettmasche, dann gibt es drei Steigeluftmaschen oder Wendeluftmaschen und man wendet die Arbeit und häkelt dann weiter. Und irgendwie habe ich immer gedacht, die ersten drei Luftmaschen ersetzen das erste, in dem Fall Doppelstäbchen. Das ist aber nicht so, offenbar. Also ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, aber ich habe bei der Arbeit ungefähr ständig die Maschen nachgezählt. Und wenn ich das eben so gemacht habe, dass ich das erste Stäbchen, in dem Fall Doppelstäbchen, wirklich in die allererste Lücke gehäkelt habe, dann hat es gepasst. Und wenn nicht, ist die Maschenzahl mit der Zeit natürlich weniger geworden. Geht es nur mir so oder jemand anderen auch noch? Ich habe vor einigen Nächten davon geträumt, dass ich einen Poncho häkel. Ich weiß nicht, warum ich davon träume. Vor allem habe ich immer gedacht, Ponchos sind mega unpraktisch. Wann soll man das tragen? Also es ist irgendwie, du hast was an, aber wenn es kalt ist, ist es zu wenig. Wenn es warm ist, ist es zu viel. Aber dann habe ich auf Hobby, not sponsored, eine Anleitung gefunden. Und zwar ist das der Malibu Sommerponcho mit so Fransen. Und was ich bei Ponchos nicht mag, ist, wenn dann vorne so der Zipfel runterhängt. Steht hier, was ich meine? Also... ich hoffe, man versteht, was ich meine. Und der Poncho, und das ist die Lösung für mein Problem, ist auch einfach aus zwei Rechtecken gehäkelt. Und aber im Grunde werden dann einfach die zwei Rechtecke, also so Rechtecke, dann genauso zusammengehäkelt. Und oben bleibt dann ein Loch für den Kopf. Macht Sinn. Und dann hängen die Zipfel ja eben quasi so seitlich runter und nicht vorne. Und finde ich eigentlich ziemlich nice und würde ich gern ausprobieren. Ich habe nur noch keine Wolle dafür, also es müsste natürlich irgendwie so Baumwolle sein, irgendwas Leichteres. Mal schauen.
man braucht dort wahrscheinlich auch relativ viel und ich weiß nicht, ob ich dafür noch genug zu Hause habe von einer Farbe. Allerdings habe ich schon Wolle bestellt für einen wärmeren Poncho. Ich weiß echt nicht, ob ich jemals einen Poncho tragen werde, aber ich habe jetzt einfach irgendwie Lust, einen Poncho zu machen. Und zwar habe ich mir dafür bestellt, auch bei Hobby, die Wolle Cookie heißt die. Und das ist ein Acrylgarn und daher auch waschbar. Allerdings wäre es auch ein ziemlich netter Pulli. Vielleicht sieht man es. Oh, so sieht man den Farbverlauf besser. Also mal sehen, ob es wirklich ein Poncho wird. Oder ein Pulli. Was definitiv jetzt bald mal gestartet werden soll, weil es ist ein Sommerkleid und auch eine Anleitung von Hobby. Ich schaue da eigentlich ziemlich gerne nach Anleitungen. Die meisten sind gratis. Ich weiß jetzt nicht, welche gratis sind, welche was kosten. Jedenfalls ist das das Margalida-Kleid. Und ich habe dafür eigentlich die Originalfarben gekauft. Twister Solid in so einem Rosa, Rosé und einem Cremeweiß. So schaut es aus. Und das soll ein Kleid werden. Das ist Baumwolle gemischt mit Acryl. Und nicht wahnsinnig dickes Garn. Mit 3 bis 3,5 Nadeln soll das gehäkelt werden. Also sollte ich damit mal anfangen, wenn ich das im Sommer noch anziehen möchte. Ja, übrigens mit den Farben. Also ich orientiere mich da echt ganz gern an den Originalen, weil ich nicht besonders gut bin mit dem Zusammenstellen von Farben. Ich habe dafür vor ein paar Monaten ein Buch gekauft. Und zwar nennt sich das A Dictionary of Color Combinations. Und in diesem Buch sind wirklich nur Color Combinations. Aber es ist eigentlich ziemlich cool, wenn man irgendwie was machen möchte, halt mit vielen Farben. Und es sind so Beispiele für 3 Farben, auch Beispiele für mehr Farben oder einfach nur für 2 Farben. Und ja, ich finde es eigentlich so ganz nett, sich da ein bisschen zu inspirieren. Und außer man hat das einfach ein natürliches Farbentalent. Habe ich nicht, obviously. Was auch auf meiner Liste steht, ist das Sunny Shells Top. Weiß ich noch nicht genau aus welcher Wolle. Also ich weiß noch nicht so genau aus welcher Wolle. Ich habe allerdings von der Lamana Cosma noch welche in Weiß und in Grau. Und eventuell, also ich denke mal, ich könnte eins von den beiden Farben dafür verwenden. Weil, wie gesagt, neue Wolle wird erstmal jetzt nicht gekauft. Mm-mm. Von For the Thrills habe ich noch ein Top entdeckt, was ich ziemlich nett finde. Es ist das Avignon Top. Das kann ich auch mal einblenden und wie gesagt, ich verlinke alle Anleitungen unten. Das ist auch ziemlich simpel gehäkelt. Im Grunde sind es 4 Rechtecke, also vorne, hinten und dann noch für die Ärmel jeweils. Und das wird damit zusammengenäht, wobei ich, wenn ich es mache, dann würde ich mir überlegen, dass ich vielleicht eben die 2 Rechtecke mache für Vorder- und Rückenteil und dann die Ärmel in Runden anhäkel, weil je weniger Nähte an den Seiten, desto besser. Auf Ravelry, boah, wer hat noch Probleme mit diesem Wort, habe ich auch ein paar nette Anleitungen entdeckt. Und zwar, die blende ich jetzt auch gerne ein, ich habe dafür noch keine Wolle, aber sicher sehr nice im Sommer. Die Kamisole Nummer 9 von My Favorite Things. Es ist allerdings ein Top, das echt eng anliegend sein soll. Da kriege ich schon Panik, weil immer wenn ich was stricke, ist es dann doch immer eine Spur zu weit. Auch mit Maschenprobe. Keine Ahnung warum. Also ja, schaut super aus, aber es sollte halt eng sein und ist die Frage, ob ich das so hinkriegen würde. Außerdem steht auf meiner Liste das Juno Top von Ines Oliveira. Spricht man vielleicht anders aus. Und zwar kommt das, diese Anleitung ist 3-in-1, also es ist, okay, also das heißt, kommen gleich 3 verschiedene Varianten und eine, also die 2 ersten sind mit Ärmel
und schulterfrei. Und die dritte ist im Grunde eigentlich auch wieder so ein Top und die gefällt mir eigentlich am besten. Ja, und das ist natürlich jetzt nicht so anliegend wie diese Kamisole. Und von dem her vielleicht doch besser für mich. Mal sehen. Die Anleitung habe ich schon länger, aber auch noch nicht gestrickt. Und ich finde auch genauso in diesem Blau, wie es die Anleitung gibt, ist das Fresco Top von Vitre Design. Ich glaube, es heißt Vitre oder Walter Vitre. Ich glaube, es ist eine dänische Häkeldesignerin und super schön, wenn man es eben genau in der Passform hinkriegt, wie sie es gemacht hat. Und dann steht noch ein Cardigan auf meiner Liste, für den ich jetzt auch schon die Wolle gekauft habe. Und zwar ist das auch eine YouTube-Anleitung, es gibt auch einen Blog. Ich kannte sie vorher nicht, Ars Textura nennt sich die Dame. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dieser Cardigan wird gehäkelt und es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Zu- oder Abnahme. Oh, ich hoffe, man hört die Waschmaschine nicht. Ist gerade Schleuderprogramm. Ja, und jedenfalls sind die Zu- und die Abnahmen und die Passform der Jacke, die passieren einfach nur dadurch, dass man zwei verschiedene Häkelstärken verwendet. Was ziemlich spannend klingt. Und Wolle hätte ich dafür, eben so wie ich den Hexagon-Cardigan nochmal häkeln möchte, auch wieder mit der Fluffy Day. Dieses Projekt habe ich jetzt schon fertig, passt aber auch noch super zum Frühling oder auch zum Sommer, wenn es mal kälter ist. Das ist dieser Schal. Die Anleitung ist auch von Hobby und ebenso wie die Wolle. Also laut Anleitung braucht man ein Knäuel von jeder Wolle. Es sind da zwei Baumwollgarne in grün und in rosa und dann ein Silkgarn. Ich habe das nicht geglaubt, ich hätte es glauben sollen, deswegen habe ich vorsichtshalber zwei von den Baumwollgarnen verwendet und die sind jetzt noch übrig. Also, ja, wird irgendwas mal werden, aber jetzt im Moment keine Ahnung was. Es ist ein Cotton 8x4. Also, man braucht wirklich nur ein Knäuel. Und genau, da sind eben auch diese Fallmaschen drinnen. Was halt auch super zum Sommer passt, sind Häkeltaschen, auch wenn ich sicher keine Taschen mehr brauche. Ich habe mehr als genug, aber es macht halt einfach Spaß, sie zu häkeln und ja, es sind auch nette Geschenke und irgendjemand findet sich sicher, dem es dann gefällt. Und zwar ist das erste, ich habe da schon die Wolle in der Hand, eine Origami-Bag nennt sich das kann man auch nähen und ich habe da auch eine Anleitung zum Häkeln gefunden. Das ist im Grunde nur ein Rechteck, kann man auch mehrere Farben verwenden und man näht das dann zusammen, nachdem man es speziell zusammengefaltet hat und hat dann eine Tasche. Wie gesagt, Anleitung und YouTube-Video dazu sind unter dem Video und ich hätte mir dazu gedacht, ich habe da die Rainbow, jetzt tue es mal raus, die Rainbow 8x8 in so einer Mintfarbe. Es ist die Farbe 25 und ich habe allerdings noch vier davon, aber man könnte, wie gesagt, eine zweite Farbe dazu nehmen. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Allerdings gibt es auch eine andere Tasche, die ich damit vielleicht gerne häkeln möchte. Und zwar ist das so eine Umhängetasche, die den Camel Stitch verwendet. Das heißt, da entstehen dann so Rippen und ich mag's. Außerdem würde ich noch gerne eine Tasche im Karo-Muster häkeln. Das habe ich eigentlich noch nie gemacht, so mit Farbwechsel, aber ich glaube, es ist schaffbar. Und zwar, es ist schon wieder die Hobby Friends Cotton 8x8 und in diesen zwei Farben. Es ist ein grün-blau und ein cremeweiß. Das cremeweiß ist die Farbe 4 und das andere ist die Farbe 88. Mir Sprung. Und zwar gibt es da zum Beispiel von dem hier, Henry Purnell, eine Anleitung in seinem Buch und sowas dazu meine ich. Er hat auch ein YouTube-Video dazu gedreht, wo das Ganze auch nochmal erklärt wird, wie man das häkelt und ja, finde ich nice. Als letztes würde ich oder muss ich leider eine Tasche nochmal häkeln. Die ist eigentlich schon fertig, aber ich habe das mit den Runden
was ich jetzt hoffentlich verstanden habe, wie man in Runden häkelt, eben falsch gemacht. Und sieht man es? Jetzt ist die da unten. Man sieht es jetzt nicht so. Aber sie ist wirklich einfach sehr unförmig. Und ja, yeah, und deswegen werde ich die einfach nochmal machen müssen. Und Reminder an mein zukünftiges Ich. Ich habe ja schon gesehen, Ingrid, das passt nicht, aber ich habe es einfach ignoriert und weitergemacht. Das bringt nichts. Besser, man macht es einfach nochmal von vorne und macht es nicht bis zum Ende und hat dann noch mehr zum Auftrennen. Man trennt schon gerne auf, aber es bringt halt nichts. Außerdem finde ich die Farbe super schön. Es ist, die Wolle ist Drops von Drops Paris und häkelt mit einer Stärke von, glaube ich, 5 mm. Die Anleitung ist von Paula M. Die hat auch einen Ravelry-Shop. Und eigentlich ist die Anleitung echt einfach. Vor allem auch das Muster ist voll schön. Und wirklich nicht schwer. Also mit dem Muster habe ich, nachdem man es mal verstanden hat, keine Probleme gehabt. Ich hätte es halt gleich nochmal machen müssen, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Muster geht und kann mir das Ganze jetzt nochmal anschauen. Aber ja, irgendwas da unten muss ich besser machen. Oder ich mache einfach Spiralrunden. Da geht es halt was schief. Das ist halt der Vorteil vom Stricken. Da weiß man einfach beim Stricken in Runden immer, wo es weitergeht. Aber man lernt ja immer dazu. Ah, ich habe jetzt noch die Wolle gefunden, von der ich vorher geredet habe für das Top. Die, was ich in Schwarz eben habe, die Lamana Cosma, habe ich eben auch noch in diesem Grau Anthrazit. Und ja, die sollte auch verwendet werden. Ja, also ich hoffe, da war jetzt vielleicht die eine oder andere Inspiration auch für dich dabei. Ich schaue mir selber auch ganz gern so Videos an von anderen Leuten, was die so machen, und hol mir da gerne Inspirationen. Einfach schön, wenn es da irgendwie so eine Community gibt und man sich gegenseitig inspirieren kann. Und ja, ich lasse euch gerne von meinen Fortschritten wissen, was ich denn dann alles wirklich geschafft habe. Also das heißt jetzt nicht, dass ich das alles mache. In meinem Traum schon, aber es dauert dann halt doch immer ein bisschen länger. Und ja, aber ich halte euch da gerne auf dem Laufenden und freut mich voll, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich werde mich, glaube ich, jetzt wieder öfter melden. Dann tschüss!